Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, welcome to the next part of Lovecraft and the Guardian of Light. My name is Jones110 Spiritips. This is Colorwood LP. In this part wollen wir das Spiel wahrscheinlich beenden. So. Und zwar auf Deutsch, würde ich sagen. Aber schöne Einleitung, ja, auch von mir ein Hallo und willkommen zurück. Xolotls Festung, genau. Besiegen Sie Xolotl Maxi. In 10 Minuten? Was nee, ist das der Part, denn? Der Part, den müssen wir länger ziehen. Wir müssen den künstlich in die Länge ziehen. Damit naja, ich meine, wie oft sterben wir und was weiß ich. Sehr oft. So, sieht ja schön aus. Meine Maus ist im Weg. Der ist ja fies. Maus, würdest du bitte... Oh! Meine Maus hat sie nicht mal alle. Ich hoffe, wir spielen da, Leute, Videos die Maus nicht zu sehen, sonst ignoriert sie einfach. Wo ist er? Komm her, Axolotl. Da ist er. Nein! Da daneben. Ich sterbe. Achso. Tschüss. Toll, ich hab grad... Ja, ist ja nicht schlimm. Guck mal, der hält ja gar nichts aus. Okay, weg. Bei dir auch? Ich hol jetzt, nee, bei mir leckt's nicht. Ich glaube, er hat fast keine Energie mehr. Ich glaube, er hat gerade zum letzten Mal gelacht. Ich glaube, er ist... Er ist tot! Kommt er jetzt runter? Oh Gott! Spinnen! Die Spinnen! Die Spinnen doch, die Römer. Wow! Ich hätte eine Riesenspinne. Aua. Mehr Riesenspinnen. Wow, wow. Ich befördere euch ins Jenseits. Nett von ihm. Bleib am Leben, bleib am Leben. Bleib am Leben, bleib am Leben. Ich sehe nix. Ich habe nichts mehr gesehen. Die Kamera ist einfach mit dir mitgegangen. Das erklärt vielleicht die 10 Minuten. Meine Maus! Was ist mit deiner Maus? Keine Ahnung, die ist ganz im Bild und zentriert ganz halt die Mitte. Euer Ende ist gekommen. Ja, Checkpoint, super. Ja. Tschüss, Spinne. Eigentlich müssen wir die Spinnen auch gar nicht töten, die sterben nämlich selbst durch die Stacheln irgendwie. Ich befördere euch ins Jenseits. Nicht freundlich. Bleib am Leben, bleib am Leben. Bleib am Leben, bleib am Leben. Bleib du am Leben! Ich war nicht am Leben. Der braucht immer 10 Jahre, bis er aufsteht. Okay. Aber wir kriegen's hin. Hier. Euer Ende ist gekommen. Natürlich, wir alle außer den Großen.
So, wir dürfen nicht zusammenbleiben. Soll ich mich wiederbeleben? Wiederbeleben? Ah, ja. Wiederbeleben? Es geht nicht. Es geht nicht. Kein Problem. Ey, überall wo ich hinlaufe, kommen die Dinger. Danke. Ich glaube, es hat aufgehört. Lotte. Lava Corp ist. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Was ist denn? Oh nein! Keine Rücksicht auf Verluste, habe ich das Gefühl. Nee, sorry. Ich baller nur noch. Ey! Oh shit. Oh, oh, oh. Ah, ignorier mich! Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ausweichen! Ah. Ich treffe ihn auch nicht mehr. Mach du die Spinnen, Jones. Jetzt musst du erstmal hier wieder richtig öffnen. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. So, jetzt stirb endlich. Ey, ich treffe ihn nicht mehr. Er ist vernichtet. Ah, wunderbar. Hol mal Energie. Okay. Müssen wir das Ding jetzt kaputt machen? Oder nein, wir sollten ausweichen. Okay, okay, jetzt! Oh Mann, ist der dumm. Aber okay. Ich hab nichts dagegen. Kein Thema. Hast du das auch gehört, rechts? Ja. Deswegen bin ich erst links. Aber ich glaube, wir können gar nichts mehr sammeln hier, oder? Hier dürfte es keine Artefakte mehr geben. Weil wir haben das beste Artefakt ja schon gefunden. Richtig. Oh Gott. Es geht. Aua. Ja klar. Sag mal. Egal, ich mach hier weiter. Ich sterb nicht, und alles gut. Shit. Siehst du, es ist doch alles. Da hat's noch mehr Energie und da hat's kleine Leguane. Ach, deine Armee ist doof. Deine Armee erwacht, wir werden sie vernichten. Jeden Einzelnen. Ups. Hoffe ich. Für Haruhi. Okay, das passt. Was ist das denn? Ein Alien? Ein Alien! Ich kümmere mich um die ganz Kleinen. Ich hab keine Muni mehr. Jetzt hab ich ihn. Wow, du hast ihn besiegt. Oh! Ich sterb. War ja auch. Ich hab's ja kapiert. Schmeiß dich mit Sachen ab. Was ist da? Was ist da? Hilfe!
Warum kämpfst du dann gegen uns? Okay, dann schätze ich mal, kommt jetzt die letzte Stufe. Sieht so aus. Die Maus stört mich. Die Maus, die wird dich nicht mehr weiter stören. Ja, hier ist echt nichts mehr. Und der Sprung des Todes. Und der lebende Sprung. Und der Sprung des Wiederauferstehens. Die Sprünge des Wiederankommens. Der finale Sprung. Für Carla war das der finale Fall. Egal. Das Zeitalter der Finsternis. Kann der ein bisschen lauter reden? Das Zeitalter der Finsternis. Ach, damit kann er weggehen. Ja, ärgern? Wo ist er denn? Ach, da. Ich treff ihn nicht. Aua. Wenn das so einfach auf der Blende lag. Irgendwie interessiert sie nicht so wirklich. Da muss ich in die Lava fallen. Ja, wie sieht es jetzt schwarz aus? Komm mal da. Yeah, Gott. Oh. Die Höhe ist weg. Ich auch gleich, wenn es so weitergeht. Bleib nicht einfach nur stehen, ey. Es funktioniert. Was? Nicht lange. Jetzt hat er dich. Ey, die Bälle. Die Bälle treffen mich die ganze Zeit. Jetzt ist er da. Aber im Normalfall hat er jetzt noch eine Stufe. Oh nee, ihr seid doof. Ich kümmere mich um den hier. Ich bin wow! Bin gleich tot. Ich bin tot. Ach, das meintest du mit gleich tot? Ja. Ich dachte, du meinst den Gegner. Ich habe mich überwundert. Warum ist er so optimistisch? Komm schon! Aber der dürfte ja auch gleich tot sein, ey. Der hat so viel Luft schon. Der Gegner hat sich selbst getötet, also der Gegner. Das ist cool. Da kommt dann leider noch einer. Ey, wie viel muss ich dir eigentlich noch ins Gesicht schießen? Das ist doch nicht normal jetzt. Vorsicht. Lebe, Vorsicht. Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt hat diese Stimme als ein Boss. Ja. Das ist hier ein gutes Zeichen. Da ist Axolotl schon wieder. Was macht er jetzt? Der komm her und sei nicht so feige. Er ist noch nicht da. Oh. Oh, der ist zu schnell, okay. Gut, da gibt's eine Möglichkeit.
so weiter, so Leute. Aua. Aua. Das bringt dir immer umso weniger. Ist okay, jetzt hör doch mal auf. Guck dir an, wie viel Leben ich habe. Ah. Wie kann das sein? Kein Glück heute, was? Nein! Wir müssen den Spiegel vor dem ersten Licht der Dämmerung zu seinem Schrein zurückbringen. Schnell, ersetzt den Spiegel! Was ist mit dir? Ich muss zurückbleiben und unser Zeitalter des Lichts beschützen. Das ist mein Schicksal. Bring jetzt den Spiegel zurück! Viel Glück, Totec. Der Spiegel wurde zu seinem geheimen Ort und Xolotl in sein ewiges Gefängnis zurückgebracht. Wenn ich weg bin, ist das alles hier wieder verlassen. Fragt sich nur, wie lange. Ich habe auf all meinen Reisen eines gelernt, dass nichts auf ewig verloren ist. Aber manches davon sollte man besser niemals finden. Das war Lara Croft and the Guardian of Light. Nieder mit Xolotl. Toll. Ich habe legendäres Outfit. Hab ich auch. Cool. Damit hätten wir es durch. Jo. Wir haben 5 Minuten 30 zu lang gebraucht, aber trotzdem. Ist okay, sag ich mal. Das war das letzte Abenteuer von der Lara Croft, die nicht rebootet wurde. Richtig, stimmt. Würde ich behaupten. Im nächsten Teil werden wir Girard begegnen und sagt mir gar nichts, aber gespannt. Ist zensiert. Okay. Weil ich die Person nicht mag, deswegen. Okay. Und die Stimme ist sowieso furchtbar von Lava. Die meinte ich. Girard! Hä? Mhm. Alles klar. Da packe ich die neue von der Xbox lieber. Hm. Aber wir hassen den Xbox-Deal, deswegen können wir das nicht zugeben. Ja. Gut. Noch was irgendwelche kommt denn danach noch? Ach, die Credits.